Wir sind hier bei uns in der neuen Produktionsregie, in der neuen Remote-Regie. NEP Schweiz ist generell ein klassischer Ü-Wagen-Dienstleister, der zur internationalen NEP-Gruppe gehört. Hier in der Schweiz haben wir eine kleine Ü-Wagen-Flotte von 4 Fahrzeugen, 2 davon große, in 4K UHD HDR. In Volketswil bei Zürich betreiben wir unter anderem das neue VAR-Center, Video Assistant Referee. Dies machen wir im Auftrag von der Swiss Football League. Da werden Woche für Woche viele, viele Fußballspiele darin produziert. Wir haben pro Spiel 2 Videoschiedsrichter, die hier bei uns sitzen und da den Schiedsrichtern auf dem Feld entsprechend helfen, die richtigen Entscheide zu treffen. Diese Remote Production Regie haben wir aus mehreren Gründen gebaut. Einerseits ist es so, dass wie überall auf der ganzen Welt sämtliche spannenden Events finden meistens immer am Wochenende statt. Und da haben wir eine beschränkte Kapazität an Ü-Wagen. Teilweise ist es so, dass wir Fußballbeistellungen, wo es bloß 2 bis 3 Kameras braucht, halt trotzdem mit einem großen Ü-Wagen hinfahren und der dann eigentlich besetzt ist. Will heißen, wir suchen nach einer neuen Alternative, wie wir kleinere Produktion bis mittelgroße Produktion eben halt auch remote-mäßig produzieren können. Das ist sicher der eine Grund. Andererseits ist es so, dass wir in der Schweiz glücklicherweise sehr gut vernetzt sind. Will heißen, wenn ich irgendeine Event-Location habe, die spannend ist, wo eine entsprechende Veranstaltung stattfindet, dann kann ich die eigentlich heutzutage schon remote-mäßig produzieren, weil halt einfach die Netzinfrastruktur eines Providers bereits besteht. Wir versuchen diese Regie natürlich zu nutzen für sämtliche Events rund um Zürich, wo wir einerseits kurze Distanzen haben, wenn es darum geht, was aufzubauen. Generell ist es so, dass wir innerhalb von NEP eine Technikstrategie haben. Will heißen, wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Core-Komponenten, die einerseits weltweit im Einsatz sind, andererseits, wo wir wissen, dass die funktionieren. Im Kamerabereich kann man klar sagen, sind es die Grass Valley Kameras, die LDX86, beim Mischer beispielsweise auch jetzt ein Grass Valley Cooler, Intercom ist alles Riedel Artist mit neuen RCPs, einfach bewährte Qualität, die wir hier einsetzen. Also für uns ist sicher jetzt schon ganz klar, dass es sich hierbei bei dieser Remote Production nicht bloß um einen temporären Hype handelt. Es gab vor allem seitens der Kreativcrew auch doch da und dort immer wieder ein bisschen Zurückhaltung, sage ich jetzt. Der Regisseur kann nicht mit seiner Kameracrew on site sprechen, wenn dann vielleicht bloß über Intercom ist ein anderes Arbeiten. Aber auch da, wie gesagt, ich denke, das wird sich in den Köpfen der ganzen Produktionsleute, wird sich da was verändern. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten 2 Jahren zwischen 10% und 20% unserer Produktionen, und ich spreche jetzt hier über die ganze NEP-Gruppe, remote-mäßig machbar sein könnten. Und bewusst könnten, weil auch da schlussendlich ist immer noch der Endkunde, der mitdefiniert, wie er es haben will. Wenn er einen Ü-Wagen vor Ort haben will, wo er auch seine Leute noch mit unterbringen kann, dann ist es verständlich, dann geht das remote-mäßig nicht. Andererseits bietet auch aber so eine Remote-Regie viele Vorteile. Ich bin immer am Trockenen, ich habe es immer warm, ich habe im besten Fall noch eine Kantine im selben Gebäude. Und von dem her, wie gesagt, also ich persönlich glaube zwischen 10% und 20% in den nächsten 2 bis 3 Jahren.